So, willkommen zurück und zu Part 2. Wir sind jetzt also auf Rostlande, das östliche Flutgebiet der Erde. Und das müsste, wenn ich mich nicht täuschen würde, die andere Multiplayer-Map sein. Wenn nicht sogar eventuell eine dritte, die ich noch gar nicht kenne. Nee, das ist die, die ich schon mal kurz gerade eben angespielt habe. Ich weiß noch nicht genau, was hier passiert. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Close Quarters. Da es hier, glaube ich, auch keine Fahrzeuge gibt. Das ist noch nicht ganz so weitläufig, wie das ihr gerade eben schon gesehen habt. Aber es gibt einen netten Schnee. Und es ist immer noch Control. Der Modus ändert sich nicht, weil es den nur gibt in der Alpha. Aber wir werden uns, denke ich, damit zufrieden geben können. Sieht auf jeden Fall richtig fett aus. Wenn ihr mich fragt, können wir ein bisschen in den Himmel gucken. Das sieht schon ziemlich geil aus, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall. So, die nehmen gleich C ein. Ich glaube, ich versuche, die mal gleich abzufangen. Auch wenn ich da wahrscheinlich in meinen Tod rennen werde. Wenn dann gleich viele kommen. Und hier rüber. Ne, warte mal, da kommt gleich einer. Aua. Und? Yes! Er ist noch in der Granate draufgegangen. Die habe ich nämlich einfach schnell an die Wand geklatscht. Sehr gut. So. Oh, die Sounds verändern sich auch nett, wenn man in den Gebäuden ist. Ist ja nicht im Battlefield immer so geil. Aber ich finde, das Spiel hat auch sehr geile Sounds. Man kann es halt leider sehr schlecht vergleichen, weil solche Waffen gibt es in der Realität nicht. Daher kann man auch nicht sagen, was das für Sounds aua machen würde. Ja, der hat eine Pumpgun. Kacke, ey. Dann hat er mich mit zwei Schüssen einfach umgesäbelt. Ich muss unbedingt gleich PvE danach machen, weil ich will mir ein paar coole Waffen besorgen. Aber diese Standardwaffen meiner Meinung nach gehen überhaupt nicht. Oh. Irgendjemand wurde hier gerade weggemetzelt. Hoffen, dass hier keiner hochkommt. Ich habe meinen Nahkampf ready, aber leider keinen. Granate. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Haben wir. Und ich möchte die anderen Klassen noch ausprobieren, aber das mache ich, denke ich, später. Morgen oder übermorgen nochmal. Erstmal gleich noch ein bisschen PvE. Mal gucken, was man dann noch so für Quests abreißen kann. Ich glaube, so mit großer Story und so, das ist noch gar nicht eingebaut in der Alpha. Aber das kommt, denke ich, alles noch. Weil es wurde ja noch nicht viel erzählt. Es gab noch kein großes Story Video oder so. Aber das kommt, denke ich, alles noch. Au. Och, komm! Verdammt, ey. Hatte noch ein Leben oder so. Ein Furz von Leben hatte der noch. Verdammter Mist. Wir gehen zu C, das wird nämlich gerade übernommen. Oder ich fange den jetzt ab. Wie der hinter Deckung flitzt. Ich komme nicht hinterher. Letzter. Wollte der eigentlich hin? Wie gesagt, ich will auch meine Special-Waffe unbedingt austauschen, weil diese Pumpgun, die ich hier habe, die gefällt mir überhaupt nicht. Kannst du damit nochmal versuchen, aber ne, komm mal stecken. Die ist echt nicht mein Fall. Meiner Meinung nach macht die auch echt nicht viel Schaden. Was ist mit dem? AFK oder hat zu lange gewartet? Soll ich mal ein bisschen abdeffen? Ist vielleicht gar nicht so blöde. Wow. Er kommt dann nur hoch mit seiner Pumpgun-Einschuss. Geht's denn? Ich finde Pumpguns so lame in jedem Spiel. Keine Ahnung, wenn ihr mich fragt. Sollte man überall rauspatchen. Oder kaputt nerven. Ich finde sie lame zu spielen und ich finde es auch einfach lame, davon mit einem Schuss umgeschossen zu werden jedes Mal. Oh, guck mal, hier hat man noch so einen See im Außenbezirk. Wenn er wahrscheinlich nicht viel zum Spiel beizutragen hat. Wieso läufst du weiter, Mann? Wir müssen C einnehmen. Ich glaube, die Leute wollen auch überhaupt noch nicht gewinnen. Wollen einfach nur rumlaufen und Leute töten oder so. You neutralized zone C. War da was? Oh ja. Stirb an der Granate. Wehe, wenn nicht. Er wollte nicht sterben an der Granate. Zone A lost. So, der Super ist bereit. Hier können wir auch wieder gleich irgendjemand vor dem Latz knallen. Mit möglichst mehreren Leuten. So wie vorhin in der Runde. Das war echt herrlich, als sie mir alle entgegengelaufen sind. Oh. Irgendwas ist da voll hinten an mir vorbeigezischt. Ich habe hier wirklich noch relativ wenig Orientierung. Das ist gerade mein Problem.
Muss auf den Kompass mehr achten. Links von mir ist auf jeden Fall was. Da sind sogar zwei. Warte mal. Und jetzt. Yes! Ich hab nur darauf gewartet, dass die kuschelt. Lost the lead. You neutralized Zone A. Ich habe sogar das Lead Guard damit übernommen. Und auch leider wieder verloren, weil ich hier wieder toll erober. Zone A is captured. It's yours. Gibt halt leider nicht ganz so viele Punkte. Ah ne, unser Team hat damit das Lead eingenommen. Ah, okay. Guck mal, die nehmen C ein. Wollen wir die gleich mal abfangen, wenn die jetzt hier runterkommen? Nahkampf habe ich ready, Granate habe ich ready. Scheiße von hinten. Wieder mit Pumpgun. Ah, bitter. Ich glaube, ich versuche mich aber nochmal an C ranzuschleichen. Da gehen noch meine Teamkollegen hin. Gut. Das ist nämlich ein Teamspiel. Mal gucken, ob's. Oh, was mich auch interessieren würde: Deathmatch. Jeder gegen jeden. Da kann man Bullshit machen. Da kann man alles töten und drauf scheißen, wo die Objekte sind. Aber. Hier sollte man doch vielleicht versuchen, ein bisschen die Sachen einzunehmen. Aber die sind auch schon wieder einfach weitergerannt, ey. Fuck. You neutralize Zone C. Dachte, ja, das ist nur. Oh. Zone C captured. Wollte schon sagen. Kommt einfach hochgesprungen. Aber zum Glück einer von meinen Leuten. Zum Abstauben kommen sie dann doch vorbei. Jetzt haben wir A wieder verloren. Na los, komm. Ja. Immer im falschen Moment und immer zum aufgeladenen Pissgewehr. Ah. Aber es ist Alpha, da will ich mich über die Balance noch nicht so drüber aufregen. Aber so One-Shot-Zeug ist echt nervig. Das ist schon wieder der Typ mit der One-Shot-Waffe. Habt ihr gesehen? Der wollte schon wieder verdammt nochmal aufladen. Im Nahkampf geholt. Aber von hinten vom Teamkollegen erledigt worden. Mist! Guck mal, hier ist Heavy Ammo. Gleich mal mit. Ich bin mir noch nicht sicher genau, was die macht. Ich denke mal, meinen Schaden erhöhen. Aber ich weiß nicht, ob sie das auch erhöht von meiner Standardwaffe oder nur von der Special-Waffe, der hier. Scheiße von hinten. Wie viele da auch waren. Zone C lost. Muss ich das jetzt euch neu einsammeln? Ja. Guck mal, wenn man einen Kreis drückt im vollen Lauf ist, macht er sogar so einen coolen Slide. You neutralized Zone A. Okay, da kommt eventuell gleich was hoch. Granate habe ich ready, Nahkampf nicht. You captured Zone A. Zack, da war aber noch einer, oder? Ich glaube, der kommt hier gleich hoch. Das ist so ein bisschen stört am Controller, dass ich mich nicht so schnell und fix drehen kann wie mit der Maus. Es geht einfach alles ein bisschen schneller. Und mal schnell rumreißen, um hinter mich zu gucken oder so. Zack. Enemy captured Zone C. Wollen wir mal zu C versuchen ranzukommen? Na, komm nochmal hoch, komm nochmal hoch. Meinst du, hat er mich gesehen, oder? Nein. Muss auf jeden Fall näher ran an den, der hat nämlich ein Snipergewehr. Oh, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Wieso hitte ich die noch nicht, ey? Geht doch. Bringt das eigentlich was? So komische. Bleib stehen. Hab dich. Aua, aua, aua. Irgendwas hat mich doch voll angebrutzelt, nachdem ich den getötet habe. Das tat weh! Oh, wir neutralisieren jetzt C. Gehen dann weiter. Wir sind echt zurück, ey. Ist ja das Einzige, was ich hier gerade einnehme, oder? Nee.
Weil damit gehen wir dann zumindest punktetechnisch gleich hoffentlich in die Führung. Und dann gewinnen wir das hoffentlich Zone noch. C captured. Sieht echt cool aus hier, ey. Ich hoffe, das sieht im Video auch einigermaßen gescheit aus, weil mit dem ganzen Schnee pixelt das vielleicht so ein bisschen. Ah, gehen wir hoch zu Zone A A. A wird lost. eingenommen. Ich habe eine Granate. Ich schmeiße da jetzt einfach hin. Enemy captured Zone A. So geht das. Und. Boah. Haben wir mal ein bisschen aufgeräumt auf A, würde ich sagen, ey. Holla die Wald. Holla die Waldfee, wollte ich sagen. Müssen wir jetzt uns um B kümmern oder so. Ich habe jetzt nur. Ah, gut, wir haben noch den Nahkampf ready, aber viel nicht. Oh. Aua. Ja, dann komm vorbei, dann knall ich dir meinen scheiß Nahkampf in die Fresse. Nein, der. Die sind da als komplettes Team durchgelaufen, ey. Er wusste natürlich, dass ich um die Ecke warte. Shit. Man kann nicht immer gewinnen. Wow. Wow. Ach, schon wieder Pumpgun aus nächster Nähe. Zone A lost. Wir müssen zu A. Da sind super viele. Ich nehme noch gescheite Munition mit. One minute. Noch eine Minute, ja, das gewinnen wir, glaube ich, nicht. Hä, das ist schon wieder dieser Typ, diese Aufladwaffe. Ich weiß nicht, ob das von dem Soldier da, dieser komische Assault Tiny da, die Special ist. Die Special Waffe, die man am Anfang bekommt, oder ob das einfach eine Waffe ist, die jeder nehmen könnte, theoretisch als Zweitwaffe. Oh shit, ey. Wieso sind die auch schon wieder zu zweit? Wenn es nicht unbedingt gerade super geil geaimt wird von mir, gebe ich jetzt zu. Verreck. Noch ein Headshot dabei. Warte mal, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh. Nein! Wir haben uns gegenseitig getötet, WTF! Also, aber schon wieder der Typ lädt sein Kackding aus und schießt mir damit voll ins Gesicht. Naja, war trotzdem, denke ich, eine relativ geile Runde, wenn ihr mich fragt. Ich mag die Map, ich mag das Spiel. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, was dann ein bisschen PvE sein wird. Ich hoffe, die PvP-Folge hat euch gefallen. Und ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch so sehen wollt. Vor allem dann in der Beta, weil ich kann jetzt nur ein paar Sachen natürlich in diesem Wochenende der Alpha aufnehmen. Aber wenn ihr irgendwas Bestimmtes mehr sehen wollt oder irgendwas, was euch interessiert, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir das spätestens in der Beta, in dem ihr natürlich auch teilnehmen könnt. Wie gesagt, warte mal, es gibt eine Waffe. Das gucke ich mir jetzt noch schnell an. Ein Scout-Gewehr halbautomatisch, aber ich glaube, die habe ich sogar schon. Naja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.